Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. So, was machen wir heute? Heute werden wir erstmal die Tür komplett machen, denn wir haben ja in der letzten Folge, ich werde mal ganz kurz hier die Leute umbenennen, dass wir eine richtige Reihenfolge haben. Eins, zwei, drei. Und ich sag's wieder, Leute, wenn ihr mitmachen wollt, sucht euch eine Nummer aus. Ich kann locker alle Frauen zu Männern machen, wie ihr wollt. Hautfarbe kann geändert werden, Frisur kann geändert werden. Wenn ihr allerdings bei Roleplay mitmachen wollt, ladet euch Discord runter, klickt unten auf der Beschreibung auf den Link. Dann kostet sowas Kronkorken. Das ist eine Fun-Währung, die ich auf meinem Discord habe. Da muss man nichts zahlen. Also, hey, das bin ich. Und dann laufe ich weg. Ja, cool, ich wollte gerade noch einen zweiten reinsetzen, aber das wird ja nichts. Evil, hau rein. Du wirst das schon schaffen. Solange diese Waffe unbesetzt ist, werde ich sie immer wieder der Tür geben. Das ist ganz klar. Aber Leute, wenn ihr diese Waffe selber besitzen wollt, für euren Charakter, es kostet euch... Du bist ein Profi, Evil. Lass sie ruhig reingehen. Nee, ist okay. Ist okay, lass hier reingehen. Ist nicht so, als wenn sie meine Vault gerade zerstören und unseren Arzt angreifen. Was ist los mit dir? Wolltest du nicht? Was ist mit ihm los? Toll. Oh, jetzt habe ich dem die Waffe gegeben, aber da hinten wird angegriffen. Ja, ja, egal. Ah, diese Inkompetenz. Liegt das vielleicht am Laborkittel? Ist es das, was Evil so passiv macht? Dass er sich denkt, hey, ich arbeite im Labor, greift mich nicht an. Ich bin Heiler, ihr könntet mich gebrauchen, tötet den anderen Heiler. Aber er lebt ja noch. Alles gut. Ja, komm. Deadline, machst du fertig dafür, machst du fertig. Geht doch. Oh, die behalten wir mal. Oh, ein Baby war spawn. Nice. Zack, gib her, die Nummer 4. So, wir haben einen neuen drinne. Und zwar hier, die Nummer 4. Gute Stärkewerte. Wenn den keiner haben will, werde ich ihn auf jeden Fall hier reinsetzen. Oder wenn derjenige nur passiv dabei sein will, werde ich ihn auch hier reinsetzen. Sehr schön. Dann geh du mal arbeiten. Wo ist das Mädel von eben? Achso, es arbeitet schon. Und was ist mit dir los? Naja, willkommen zurück in der Vault. Manky Sass. Monkey Sass meine ich. Ich sag jedes Mal Manky Sass. Es tut mir leid, dass du verkackt hast. Aber Dinge passieren. So. Dann haben wir Reaper, der möchte gerne seine Hautfarbe ändern, aber ich habe gesehen, er ist auf dem Discord. Das heißt, Reaper, wenn du im Roleplay mitmachen willst, dann kostet das Kronkorken, deine Hautfarbe zu ändern. Aber es ist in der Regel natürlich machbar. Wer bist du? Die Nummer 2. Achso. Ja, dann geh du dahin. Monkey Sass. Du bekommst von mir den gepanzerten Vault-Anzug, damit die Troller hier Iris bekommen kann. Wo ist sie hin? Da. Die Nummer 2. Sehr schön. Dann haben wir das hier eigentlich schon eigentlich komplett, ne? Sehr schön. Können wir jetzt demnächst noch intensiver daran arbeiten, dass hier was vorangeht. Stärke 6. Achso, wegen dem Anzug, klar. So. Deadline. Ich habe dich nicht vergessen. Du hattest 5 bis 6 die Jagdflinte. Und Deadline darf nun rausgehen. Er hat sich nicht gemeldet, dass er irgendwas mitnehmen will, weil er wahrscheinlich bei der Arbeit ist. So ist das Leben. Nö. Ja. Das heißt, wir gucken mal, ob er das überleben wird. Leuchtendes Essen. Viel Glück, Deadline. Viel Glück. Flauschi. Wollte er sich über Shivas Essen hermachen. Geht's noch? So.
Umtausch ausgeschlossen. Und dich nehmen wir auch rein hier. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Sehr schön. Nochmal ein paar Krokocken für mich. Hier ist ihn. Willkommen zurück im Leben. Ja, wir wissen alle, dass er aufgebrochen ist. Okay. Lass einen Bewohner des Ödlands 2 Stunden lang erkunden. Naja, immerhin. So. Lord Huntington. Du bist noch nicht ganz fit, ne? Nein. Und Wladimir Putin. Du kannst rausgehen. Aber der Kollege wird wahrscheinlich im Radiostudio arbeiten, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist. Ich denke, das Radiostudio wird da landen. Ganz easy. Und dann darfst du da auch hin. Aber solange gehst du raus und besorgst was für die Vault. Ne? Lord Huntington und Bugsy, ihr wartet als nächstes zum in die Quest gehen. Bugsy ist ja relativ wieder fit, ne? So gut wie... Wenn ich mir das so angucke... Oh, wir brauchen... auf jeden Fall... neue Baracken. Das heißt aber auch, wir müssen... den Generator erhöhen. Geh mal so lange arbeiten. Du auch. Jetzt können wir Baracken bauen. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Baracken, so... Ihr seid alles Baracken, ne? Stufe 1, Stufe 3, Stufe 1. Naja, das wird dann später unser 3er, also was soll's. So ist das schon ganz gut. So, jetzt haben wir wieder Platz, sehr schön. So, was haben wir denn noch hier auf Lager? Sonst, oh cool. Repex. Wir sehen, du willst gerne in den Discord, deswegen schicke ich dich einfach mal los. Ne? Kannst ja gucken, was du so erreichen kannst. Tschüss. Das heißt aber auch, dass Reaper und eins der Frauen ein Kind zeugen müssen. Muss er halt immer ein bisschen dafür sorgen, dass unsere Gebäude auch irgendwo ausgelastet sind. Und ich würde sehr, sehr gerne wirklich verhindern, dass wir das Radiostudio benutzen. Einfach damit das Let's Play nicht eskaliert. Und weil es immer wieder gefragt worden ist, Leute, ja, dieses Let's Play wird ein bisschen länger dauern. Maximal, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Maximal bis, na, wie heißt das Spiel nochmal? Hier, 2077, ihr wisst schon. Cyberpunk 2077 rauskommt. Maximal bis dahin. Kann aber auch sein, dass ich es früher ändere. Warte, Moment. Das wollte ich dir gar nicht geben. Genau, kämpfe gegen sie. Genau. So macht man das als Türsteher. So, wer wollte noch an die Tür? Repex. Repex, du darfst natürlich auch an die Tür. Aber wir müssen dafür erstmal vorher sorgen, dass wir diese Leute auch besitzen, um sie quasi, also genug Leute hier unten besitzen, um sie dann irgendwo anders hinzuschicken. Sehr schön. 2762 Kronkorken. Ah. Läuft ja langsam. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte dir deine Waffe wiedergeben. Und wir haben sehr, sehr lange Zeit, bis das hier fertig ist, ne? Aber dafür kriegen wir auch ganz, ganz viel Strom. Und das ist auch unsere nächste Aufgabe, ne? Unsere nächste Quest hier. Vielleicht sollten wir hier gleich mal einen Tempomodus machen. Wir müssen jedenfalls dafür sorgen, dass hier irgendwie mal volle Bude entsteht. Oh Lord, deine Werte gefallen mir nicht. Meine auch nicht. Wie lange brauchen wir denn noch? Radiostudio, ach cool. Aber ich kann ich gerade nicht bauen, ich habe noch Energieprobleme. Axi. Wie viele Leute haben wir jetzt aktuell hier beim Generator? 1, 2. 2 Leute. Ja gut, 1 wächst da gerade heran. Zeigt nochmal die Liste. Sucht euch eine Nummer aus, Leute. Hier habt ihr das. Pausiert das Video. Guckt euch das an. Guckt euch die Werte an, welchen ihr haben möchtet.
Aber wie gesagt, ihr sollt immer darauf achten, dass auch die Vault quasi ihre Leute hat. Das heißt, wenn ihr jemanden nehmt, der hier im Generator arbeitet, wir haben nicht genug Generatorleute, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich bis zur nächsten Geburt da bleiben. Floschi! Nein! Jetzt hockt er sich dahin, der kleine Ninja. Hat sich da jetzt hingerobbt, so. Oh, Herrchen, merkt nicht, dass ich an Schiefes essen will. Ich hab's ganz genau gemerkt. Deinen fetten Arsch kann ich überall sehen. Er hat Übergewicht. Und wir wollen das verhindern. Deswegen darfst du das Essen nicht. So. So viel dazu. Ich glaube, wir machen hier mal einen Tempomodus. Nice, Stufe 3. Ah, gut, 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 gut. So, und dann wollte ich... Nee, das hier... Wieso schafft das immer noch keiner hier 5 Stunden lang zu erkunden? Baxi würde natürlich gerne rausgehen. Allerdings ist er direkt nach Deadline dran. Das heißt, du musst auf jeden Fall kurz warten. Und Lord Huntington muss ja auch erst wieder gesund werden. Ah, er ist gesund. Cool. Wo ist denn eigentlich unser Rapex drin? Rapex. Erkundet. Achso. Ja gut, danach kannst du an die Tür. Obwohl, wir wollten ja hier Leute haben. Obwohl, die machen ja gerade ein Kind. Ja, passt das schon. Dann legst du mit Pasqualina, machst du die nächste Runde und dann passt das schon. Aber wieder genug Leute. Aber hier haben wir aktuell keine Frauen mehr, ne? Alle Frauen sind hier unten, Leute. Ich könnte natürlich Deadline kurz zur Frau machen, damit er... Nee, Deadline ist ja gar nicht da, verdammt. Ich könnte Baxi zur Frau machen, damit er ein Kind bekommen kann. Das wäre doch eine Idee, oder? Dann hat er nämlich andere geschwängert und selber Kinder bekommen. Soll ja was heißen. Kann ja gut gehen, oder? Naja, ich guck mal ganz kurz, wie lange Deadline braucht. So. Ich denke, jetzt ist auch an der Zeit angekommen, dass wir die Folgen wieder 20 Minuten machen. Weil aufgrund dieser Quest ist das, glaube ich, ganz gut. 2,5 Stunden. Timer 2 Stunden und 20 Minuten. Und dann sehen wir uns dann wieder, ne? Oh! Okay, das muss ich noch abwarten. Oh, noch ein Stim. Nice. Die Stims, die wir hier bekommen, werden übrigens erst am Ende der Woche verfügbar sein. Ich habe schon gesehen, die Stims sind alle ausverkauft. Gut, wir hatten nur 5. Da kann man nicht viel machen. Sehr schön. Oh, Wladimir Putin. Schade, dass du nicht Roleplay mitmachst. Sonst hätte es hier jetzt richtig Kohle gegeben. Aber, naja. Für die Vault. Für die Vault. Ich wollte gerade die Folge pausieren. Kannst du es wagen, einfach sowas zu finden? Dieses Outfit ist ja grässlich. Ein freier Oberkörper wäre vielleicht letztes Jahr mal in. Ja, ich habe doch überhaupt keinen freien Oberkörper. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in dieser Hose mein Hintern zu dick aussieht. Achso, sie redet über sich selber? Ha! Eindringling! Wie lange stehst du da schon rum? Lang genug? Oh! Ich weiß nicht, ich finde, du siehst gut aus. Oh, scheiße, ich habe einfach irgendwo reingeklickt. Ich wollte einfach nur den Dialog überspringen. Verdammt, das ist mir schon wieder passiert. Was weiß ein Vault-Bewohner denn schon? Du bist tot. Na gut, passiert. Schafft er es oder schafft er es nicht? Das tut weh. Deadline hatte leichtes Spiel mit denen, aber hier... Oder war das Baxi? Baxi hatte leichtes Spiel mit denen. Der hätte auch eine billige Knarre. War wahrscheinlich einfach Glück. Ja, komm, du schaffst das. Ich habe leider keine Stims für dich. Okay. Na gut, lauf weiter. Ich hab dir jetzt geheilt. Passt schon. Das war eine bittere Pille. Okay. Dann würde ich sagen,
die Frau reinstellen und dann warte ich. So, Leute, ich habe es leider verkackt aufzunehmen, wie Deadline gerade gestorben ist, aber er ist gestorben. Ich werde euch einfach mal demonstrieren, was passiert ist. Das ist Deadline. Das ist der erste Raum. Genau das ist passiert. Also nichts Spektakuläres. Deadline war live dabei und dazu guckt, wie er am Verrecken ist. Er musste 400 Kronkorken zahlen, um sich wieder zu beleben. Und ja, ich weiß natürlich, dass ich die Möglichkeit habe, diese 400 Kronkorken nicht zu zahlen, aber ich möchte es schon so realitätsbezogen wie möglich machen, dass wenn 400 Kronkorken er bezahlt, auch die Vault bezahlen muss. Das heißt, er ist schuld an der Armut der Vault. Ne, Shiva? Was machst du hier? Hm? Ich muss an meine Maus. Sonst kann ich nichts machen. Ich habe hier ein Schwänzchen da. Da ist die Arme. Ich zeig sie euch. Mit ihrem kleinen Trichter. Hm? Ist ein armes kleines Kätzchen. Ja. Kleine arme Katze. Los. Zieh weiter. Zieh in die Welt. Sei nicht so doof wie Deadline. Olien Stim. Ja, Deadline hat sich eine Nuka-Cola gekauft, damit er zurückkehren kann. Und ja, deswegen nutzen wir sie mal. Die eine Stunde. Naja. Sagen wir mal, es war es jetzt nicht wirklich wert, aber pst. Jetzt hat er insgesamt 550 Kronkorken bezahlt. Komm rein. Okay, aber das hat er nur gemacht, damit er heute noch raus kann. Aber ich glaube, der hat kein Stim, ne? Nee. Na gut. Viel Spaß, Deadline. Vielleicht schaffst du ja die 5 Stunden und hast wenigstens eine Lunchbox. So, wir gucken mal. Wen haben wir denn hier? Yessin. Alles klar, Wecker brauchen wir nicht. Kampfrüstung brauchen wir nicht. Gefechtsrüstung brauchen wir auch nicht. Nur die Kronkorken, die brauchen wir. So, stell dich mal da rein. Wen haben wir hier? Monkey Sass. Du hast dich erholt, ne? Dann geh mal raus. Tu was. Halt, Moment. Kann ihm kein Stimpack zu mehr mitgeben, ne? Ich geb dir gleich noch einen mit. Denn Monkey Sass wollte ein Stimpack mitnehmen. Ich glaube, das war ein Stimpack. Ich komme mal kurz nach. Das war so klar. Ja, er hat ein Stim. Nein, du sollst erkunden gehen. Oh Gott. Erledige die Bastarde. Yessin, erledige sie. Dankeschön. So, komm rein. Und dann geh wieder mit einem Stim. Gut. Okay. Dann haben wir... Ich guck mal kurz in die Questanmeldung. Lord Huntington mit einem Stim und Baxi mit einem Stim. Und die beiden möchten gerne jetzt auf Reisen gehen. Reisen, Reisen, Reisen. Und zwar die Reise zum Mittelpunkt von Vault Polis. Da haben wir sie doch. Gucken wir mal, ob die es wenigstens schaffen. So, Lord Huntington und Baxi. Zwei Stims bekommen sie. Beide haben jeweils ein Stim. Ja, sehr schön. Dann haben wir es ja erledigt. Oder er hat sogar eine Katze dabei. Und mit dieser Waffe, denke ich mal, werden sie auch weit kommen. Also, Baxi hat ja Glück. Paula Plumpskins Weg. Ja, viel Spaß euch. Wie lange braucht ihr? Da steht noch hier. Die müssen erstmal rausgehen, ne? Ich habe ihn gefunden. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Nehme ich diesmal auf? Ja. Ich hatte schon Angst. Ich bin sehr froh, dass die Quest von Deadline so miserabel war, dass er sofort gestorben ist. Ansonsten hätte ich echt... Wäre ich echt traurig gewesen, dass die Aufnahme flöten gegangen ist. Oder finde ich sie vielleicht hier irgendwo? Schade, sieht nicht so aus, als könnte man den wiederherstellen. Schade, schade, schade. Ich hätte es gern gezeigt. Ah. Es ärgert mich. Es ärgert mich wirklich, dass ich etwas nicht zeigen konnte. Aber so ist das halt, ne? So ist das halt. Naja, ansonsten. Pasco wollte mal rausgehen. Ja, damit tust du mir aber gerade keinen Gefallen. Meine Werte sind auch nicht so wirklich gut, damit wir uns paaren können.
Naja, Pasco, du musst noch ein bisschen warten. Weil das hier sieht gerade wirklich nicht gut aus hier bei euch. Also absolut gar nicht. Vor allem seid ihr Geschwister, das stört mich. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns entweder gleich mit den beiden oder wir sehen uns in der nächsten Folge, je nachdem, wie viel Zeit ich noch für die Folge habe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.